Dieses Video ist die absolute Basis für die meisten Grooves, die du auf dem Schlagzeug lernen wirst und somit vielleicht eines der wichtigsten Videos, die du am Anfang anschauen solltest. Also, wenn du gerade dein erstes Schlagzeug gekauft hast und jetzt anfangen möchtest, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Michael Brenners Drum Lessons. Im heutigen Video soll es um den Einstieg in die Welt der Grooves gehen. Und das, was ich hier heute zeige, ist wirklich die wichtigste Grundlage für alle weiteren Grooves, die du im Laufe der Zeit hinzulernen wirst. Die allermeisten Pop- und Rock-Grooves basieren auf dem, was ich dir heute hier zeigen werde, und genau damit solltest du auch anfangen. Und am Ende des Videos bekommst du noch einen Bonus von mir, also schau dir das Video auch wirklich bis zum Ende an. Zunächst will ich erstmal den Begriff Groove definieren, damit du weißt, was es bedeutet und wo es herkommt. Groove, das bedeutet übersetzt so viel wie Spur oder Furche. Und daran erkennst du auch schon, dass sich im Song alles an dem Groove orientiert. Das heißt, du bildest die rhythmische Grundlage damit und gibst auch das Tempo vor. Und es ist letztendlich die Basis, an dem sich alle anderen im Song orientieren. Du benötigst die drei wichtigsten Instrumente am Schlagzeug, und das sind die Snare Drum, das ist die kleine Trommel hier in der Mitte mit dem Teppich unten dran. Du benötigst die Hi-Hat-Becken hier auf der linken Seite, das sind diese zwei Doppelbecken, die du mit dem Fuß nach unten bringen kannst und aufeinander pressen kannst. Und du benötigst die Bassdrum, also die große Trommel, die unten auf der Erde steht und die du mit dem Fußpedal anspielst. Kleiner Tipp, wenn du wissen möchtest, wie das Schlagzeug aufgebaut wird und wie die ganzen Instrumente heißen, dann schau dir unbedingt meine beiden Videos zum Thema Schlagzeugaufbauen an und am besten auch noch die Videos zum Thema Schlagzeugstimmen. Wenn du dir einen Song anhörst und dich dazu bewegst oder dazu klatscht, dann fühlst du hier den Puls der Musik, und den definiert man musikalisch als Viertelpuls. Aufgeschrieben wird er als Viertelnoten. Und da die meiste Musik, die man kennt, sich in dem Viervierteltakt abspielt, geht es hier also um vier Grundschläge, also vier Viertelnoten pro Takt. Das bedeutet, man zählt meistens vier Zählzeiten, 1, 2, 3, 4, und die entsprechen dem Grundpuls, den du fühlst. Diesen Viertelpuls schreibt man, wie gesagt, als Viertelnote auf, und die Viertelnote sieht so aus: Du hast einen Notenkopf, einen schwarzen Punkt sozusagen, mit einem Notenhals, und diese Noten kann man in dem Notenliniensystem, das sind diese fünf Linien, die du vom Notenblatt kennst, an unterschiedliche Positionen verteilen. Und je nachdem, in welcher Position sie steht, ist ein anderes Instrument gemeint. Also zum Beispiel die Noten, die meistens ziemlich unten stehen, ist die Bassdrum oder das Hi-Hat, wenn du das mit dem Fußpedal spielen sollst. In der Mitte hast du dann Snare Drum, Toms, und oben auf dem Notenliniensystem hast du dann die Becken stehen. Die werden aber nicht durch einen Punkt in der Viertelnote gekennzeichnet, sondern meistens durch ein Kreuz dargestellt, oder ein Crashbecken wird häufig durch ein kleines Viereck dargestellt. Ich will es aber jetzt gar nicht so kompliziert machen. Was du dir jetzt hierfür erstmal merkst, ist: Unten steht die Bassdrum, im Mittelraum die Snare Drum und oben das Kreuz ist das Becken. Das sind ja die drei Instrumente, die wir jetzt erstmal hier brauchen. Und nun zu deiner Position am Schlagzeug. Du setzt dich gerade auf den Hocker, guckst, dass du mit ausreichend Abstand zu dem Pedal unten bist, zu der Bassdrum. Wie gesagt, guck dir hier das Video Schlagzeugaufbau nochmal an. Da erkläre ich dir genau, wie du dich positionierst, so dass du das Pedal gut spielen kannst. Jetzt nimmst du den Stock in die linke Hand, positionierst ihn über der Snare Drum, so dass die Stockspitze möglichst in der Mitte ist. Die rechte Hand geht oben drüber zum Hi-Hat-Becken und das spielst du so leicht mit der Kante an, hier mit dem Schaft vom Stock. Der rechte Fuß ist auf dem Bassdrum-Pedal, der linke Fuß auf dem Hi-Hat-Pedal, und du trittst das Pedal immer nach unten, sodass die Becken aufeinander liegen. Und nun spielst du mal auf dem Hi-Hat-Becken diesen Viertelpuls und zählst am besten auch laut die Zählzeiten 1, 2, 3, 4 mit, damit du genau weißt, welchen Schlag du gerade anspielst. Das brauchst du nämlich später, wenn du die anderen Instrumente dazu bringst. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Als nächstes spielst du auf den ersten und auf den dritten Schlag jeweils die Bassdrum dazu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du kannst auch mal auf jeden Schlag die Bassdrum setzen, einfach um das zu trainieren, dass das Becken und die Bassdrum schön zusammenkommt. Als nächstes spielst du wieder den Viertelpuls auf der Hi-Hat und bei jedem zweiten und vierten Schlag die Snare Drum dazu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Auch hier kannst du es mal so üben, dass du bei jedem Schlag die Snare Drum dazu spielst. Und du kannst dir sicherlich schon denken, im nächsten Schritt kombinierst du das Ganze. Also die Bass Drum auf 1, Snare Drum auf 2, Bass Drum auf 3, Snare Drum auf 4. Immer in Kombination mit dem Hi-Hat Becken. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Achte unbedingt darauf, dass die Schläge auch wirklich gut zusammenkommen. Also wenn du zum Beispiel die Bassdrum und die Hi-Hat spielst, schau, dass die Schläge wirklich gut übereinander sitzen und nicht versetzt sind. Hierzu empfehle ich dir auf jeden Fall das dritte Video auf meinem Kanal, das heißt Groovt's nicht. Und da geht es genau um dieses Thema. Ich verlinke dir das Video oben in der Infobox. So, jetzt übst du das erstmal eine ganze Zeit und versuchst den Groove ganz solide in einem gleichmäßigen Tempo zu spielen, sodass alle Schläge wirklich immer schön gleich laut sind und im selben Abstand sind. Und versuchst erstmal wirklich solide hier zu werden. Das ist die Grundlage. Falls du dich fragst, wie ich das gemacht habe, dass das Becken am Ende öffnet und dieser Zischlaut entsteht, dieses Pschup, das habe ich eben als letzten Schlag gemacht, dann kannst du dir das Video dazu anschauen, da habe ich auch schon Videos dazu gemacht, die nennen sich Hi-Hat öffnen. Da geht es genau um dieses Thema. So, und jetzt zeige ich dir noch, wie du aus dem Viertelgroove eine Achtelgroove machst, denn in den meisten Pop- und Rock-Songs, die du hörst, wird wirklich auch ein Achtelgroove gespielt. Das heißt, auf der Hi-Hat werden Achtelnoten gespielt und das machst du folgendermaßen. Nach jedem Schlag, den du jetzt gelernt hast, fügst du einen extra Schlag auf der Hi-Hat zu. Und diesen extra Schlag zählst du als Und-Zählzeit. Du zählst also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und im Notenbild siehst du das Und als Pluszeichen notiert. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und hier gilt das gleiche wie bei dem Viertelgroove. Spiel das erstmal eine ganze Zeit, guck, dass du das Tempo halten kannst, dass die Instrumente alle gleich laut sind, dass die Schläge schön synchron kommen. Und das wird dich wahrscheinlich erstmal eine ganze Zeit beschäftigen, bis du das wirklich solide spielen kannst. Und nun bekommst du, wie versprochen, noch einen Bonus von mir. Und zwar habe ich einen Playlong für dich erstellt. Das kannst du dir runterladen. Ein Playlong ist ein Musikstück mit einem Klick, mit einem Metronomschlag dabei zur Orientierung, damit du das Tempo halten kannst. Und vor dem Stück wirst du auch noch eingezählt. Das Einzählen funktioniert dann so, dass du folgende Schläge hörst. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und dann geht's los mit dem Stück und du fängst den Groove an. Das Ganze ist so aufgebaut, dass du es nicht nur für diesen Groove hier nutzen kannst, sondern auch für die wahrscheinlich folgenden Grooves, die du lernst, wenn du so beispielsweise mehr Bassdrum-Schläge mit einbringst. Das heißt, du kannst dieses Playlong für viele Standard-Grooves auch benutzen. Ich freue mich, dass du das Video bis hierhin angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann drück doch gleich mal den Like-Button. Denn du kennst das ja, je mehr Likes das Video bekommt, desto mehr wird es auf YouTube auch gefördert und gezeigt. Und desto mehr Leute können mit dem Video, so wie du jetzt gerade, lernen. Wenn du von mir nichts mehr verpassen willst, dann abonniere am besten gleich auf den Kanal oder aktiviere die Glocke. Dann bekommst du auch immer Nachrichten, wenn es was Neues gibt. Den Link zum PDF und den Download zum Playlong findest du unter dem Video in der Beschreibung. Da kannst du dich mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und dann hast du Zugang und kannst dir das alles runterladen. So, jetzt bleibt mir nur noch dir viel Spaß beim Üben und Ausprobieren zu wünschen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!